bin gerade vorher gebeten worden, ob es möglich ist, quasi diese kurzen Hinführungen oder Einführungen zweisprachig zu machen, weil viele Leute der deutschen Sprache nicht so mächtig sind. Ich werde mir Mühe geben, zuerst auf Deutsch, dann auf Englisch, in dem Raum die Auseinandersetzung von Johann Rausch an und für sich mit diesen Begrifflichkeiten On und No und dem Spiel etwas einerseits einzuschalten, etwas zu beginnen, andererseits aber zu etwas auch Nein zu sagen, etwas abzulehnen. Und er hat das erste Mal auf dieser Monitorarbeit 1992 gemacht, eben genau, ich habe etwas begonnen, eine technische Entwicklung, wohin führt sie mich? Und setzt sich in den restlichen Arbeiten eigentlich mit diesen neuen technischen Errungenschaften auseinander, die man unter Transhumanismus oder künstliche Intelligenz zusammenfassen könnte. Es ist ein sehr heterogenes Ensemble, es sind Arbeiten aus unterschiedlichen Werkphasen, die aber alle sich dadurch auszeichnen, dass eben dieses spiegelverkehrte N oben ist. Also man kann es von beiden Seiten, also vom Bildraum auch lesen oder von der Publikumsseite. Und wenn Sie den Raum dann sehen, gibt es auch einige Arbeiten mit toten Käfern auf den Bildern oben, wo er sich eben genau die Fragestellung nach dem Verlust der Biodiversität, nach dem Aussterben von gewissen Arten und diese Auseinandersetzung mit der sogenannten Critical Zone, wie das der Bruno Latour erwähnt hat. In this space where the two musicians were performing, it's a focus on a group of works summed up as his no works. Johann Rausch started in 1992 with his first no work, putting the letters N and O on a monitor and playing with the mirror inverted N in all those works. So it's the play with to start something, to begin something, to put it on and to say no and reject something. And it's the focus on technological developments summed up as transhumanism, artificial intelligence. So it's a group of works that's quite heterogeneous from different work blocks, so to speak, but all have more or less in common this mirror inverted no and this play of games is on and no. And there are also some works with taxidermized beetles on the artworks, and it's critical examination of the endangered species, of the critical zone, and also of the loss of the biodiversity. So if you go through the space, so did they have a small context of the works. So, and the next performance, I think, will be here. No. The last room, I'm sorry, the last room.